Du wünschst einen Partner an deiner Seite, der mit dir durch dick und dünn geht? Dann bleib dran. Ich starte heute zuerst mit ein paar Fakten. Im Moment ist gerade jeder dritte Deutsche im Alter von 18 bis 65 Jahren Single. Das heißt, wenn du heute Abend weggehst, in ein Restaurant, in die Bar, ins Einkaufszentrum und du bist gerade auf der Suche, dann kannst du so machen, ene, mene, mu. Eins, zwei, drei, du bist Single. Eins, zwei, drei, du bist Single. Dann guck dich mal um, miss mal den Raum, aha, 40 Leute davon, machen wir es besser zum Rechnen, 30 Leute, davon gibt es 10 Singles, also 10 potenzielle Partner. Noch ein Fakt ist, innerhalb von 16 Jahren ist die Singlequote um 8,5% gestiegen. Das heißt, wir machen es mal rund, stellst dir wieder 30 Leute vor, ja, im Raum. Und da ist innerhalb von 16 Jahren sind aus den 10 Singles 11 Singles geworden. Warum ist das so? Warum wachsen die Singles in Deutschland oder überhaupt in Europa? Es hat verschiedene Gründe. Wir haben erstens geburtenschwache Jahrgänge. Zweitens ist das, wir uns heute ja keine Versorgungsbeziehung mehr wünschen. Die brauchen wir auch nicht mehr. Du kannst dich selber versorgen, kannst selbst eine Wohnung mieten. Kannst du auch selbst dein Essen kaufen. Aber der dritte und wichtigste Grund, und darauf will ich hinaus, wir wünschen uns mehr in unseren Beziehungen. Wir wollen wachsen, wir wollen Glück. Wir wollen so, ich würde mal sagen, so die Liebe rocken. Vielleicht wünschst du dir bedingungslose Liebe. Du möchtest mit deinem Partner ekstatische Glücksmomente erleben. Und zwar in jedem Bereich. Körperlich, beim Sex, aber möglicherweise auch in Gesprächen. Du willst tiefer gehen. Du willst wirklich wissen, was in so einer Beziehung drinsteckt. Du möchtest am liebsten so einen Seelenpartner, der mit dir durch dick und dünn geht. Korrekt? Was hat das Ganze jetzt mit den Benzinpreisen zu tun? Ich erinnere mich noch genau, es war 1993, es war an einem warmen Vormittag. Ich hatte so ein Kostümchen an, habe mich auf den Sommer gefreut und ich stand mit meinem Auto an der Tankstelle, habe da Benzin reingeleert. Ich hatte ein relativ schnelles Auto mit einem großen Tank. Und ich guckte so auf die Tankseite und dachte, 99 Pfennige. Also noch nicht mal ganz, eine knappe D-Mark. Heute, fast 30 Jahre später, wie sieht es aus? Das Benzin, was ich hier in der Schweiz tanke, kostet im Moment umgerechnet 1,90 Euro. Das ist, wenn wir die Inflation nicht mitberechnen, immerhin das Doppelte, fast das Doppelte. Also von einer D-Mark auf 1,90 Euro, wenn wir das jetzt mal 1:1 umrechnen, D-Mark, Euro, fast das Doppelte. Und ich glaube, dass wir heute auch den doppelten Preis für eine Liebesbeziehung bezahlen müssen. Es reicht nicht mehr, nett auszusehen. Es reicht nicht mehr, einen anderen Menschen nett zu behandeln. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir zu Hause war das so, dass meine Mutter gesagt hat, sei freundlich zu anderen Menschen. Manchmal musst du auch Arsch kriechen. Also bemühe dich um einen Menschen, dann wird er sich auch um dich bemühen. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich mitbekommen hast, ob deine Eltern dir auch gesagt haben, wie du mir, so ich dir. Und es funktioniert heute nicht. Ich telefoniere mit wunderbaren Frauen, auch Männern, die mich anrufen und sagen, Margret, ich opfere mich wirklich auf für meinen Partner. Ich rufe ihn immer an, ich bin immer pünktlich, ich bin zuverlässig, ich ziehe mich toll an. Ich tue nun wirklich alles, was man für einen Menschen tun kann und er sieht mich nicht. Oder er hat sich für eine andere entschieden oder er hat sich oder sie hat sich für einen anderen entschieden. Also es gibt so viele Menschen, die geben alles für ihren Partner. Und trotzdem geht diese Beziehung nicht gut. Warum? Wie in einem guten Computerspiel, ich weiß nicht, was du für Computerspiele spielst. Also ich spiele gar keine, aber wenn du Computerspiele spielst, weißt du, umso länger du spielst, umso weiter du in das Spiel eintauchst, umso komplizierter wird es. Der Schwierigkeitsgrad erhöht sich.
Und genau das haben wir auch in den Beziehungen. Das Spiel des Lebens nimmt an Fahrt auf. Es reicht nicht mehr, freundlich und nett zu anderen Menschen zu sein. Du musst es schaffen, freundlich und nett zu dir selbst zu sein. Heute behandelt dich dein Gegenüber nicht so, wie du dein Gegenüber behandelst, sondern der Mensch deines Herzens behandelt dich so, wie du dich selbst behandelst. Nochmal, damit es klar wird. Dein Gegenüber, der Mensch, den du dir an deiner Seite wünschst, zeigt dir einen Spiegel. Er zeigt dir mit seinem Verhalten, wie du dich selbst behandelst. Das heißt, wenn du immer wieder von dir selbst wegrennst, wenn du einem anderen hinterherrennst, um es ihm recht zu machen und alles zu versuchen, um diesen Menschen für dich zu gewinnen, dann wird er abhauen. Denn du bist nicht daran interessiert, dich selbst zu gewinnen. Du bist gerade nicht daran interessiert, mit dir selbst im Reinen zu sein. Du bist nicht daran interessiert, mit dir zusammen zu sein. Sondern du bist daran interessiert, dass dich ein anderer glücklich macht. Also, du haust immer wieder von dir ab. Du suchst dir ein Zuhause da draußen. Du möchtest, dass dir ein anderer da draußen Heimat, ein Zuhause gibt, wo du dich wohlfühlst. Meine Frage, wie oft setzt du dich mit deiner inneren Familie an einen Tisch? Ich meine das ganz wortwörtlich, denn du bestehst aus drei Teilen oder dein Ego besteht aus drei Teilen. Wir haben Vater, Mutter. Und das, was du kennst, mit dem du wahrscheinlich auch schon gearbeitet hast, das innere Kind. Und ich bin der Meinung, wenn du noch nicht erfolgreich bist in deiner Beziehungsanbahnung, dass dir dieses innere Kind immer wieder auf der Nase rumtanzt. Die beiden, Mutter und Vater, die existieren gar nicht. Die liegen irgendwo im Dornröschenschlaf. Da muss erstmal jemand kommen, muss die Hecke durchschneiden und muss die beiden wachknutschen, damit die sich um diesen Hosenscheißer kümmern. Der Hosenscheißer sitzt quasi am Steuer, hat die Zügel in der Hand oder sagen wir mal, der sitzt auf dem Gaul, auf deinem Beziehungspferd. So, du willst eine Beziehung. Aber nicht du sitzt auf dem Gaul, sondern dein inneres Kind hat die Zügel in der Hand. Und das merkst du, wenn du getriggert wirst, wie schnell du die Wände hochgehst. Du sagst, der hat mich verletzt, der hat mich schlecht behandelt, anstatt zu sagen, was hast denn du übersehen? Und was du übersehen hast, ist, dass Mutter und Vater dieses Kind lieben müssen. Aber Liebe bedeutet nicht immer nur Gucci, 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 ja, du Armes. Ich habe hier mein inneres Kind hier, die Marci. Oh, arme Marci. Oh, so böse ist die Welt da draußen. Nee. Sondern du musst der Marci oder deinem inneren Kind eben auch erklären, warum es so ist. Du musst sagen, pass mal auf, da draußen im Leben gibt es Regeln. Diese Regeln sind: Du wirst da draußen so behandelt, wie du dich selbst behandelst. Und wenn du immer nach dem Retter da draußen suchst, dann wird er nicht kommen, sondern er wird dir immer wieder die Arschkarte zeigen. Also, Mutter und Vater müssen erwachsen werden. Das machst du, indem du dich mit denen an den Tisch setzt. Das heißt, das innere Kind muss entthront werden. Das hat nicht das Sagen, sondern die Eltern, die erwachsenen Anteile haben das Sagen. Und wenn du die meisten Beziehungen anschaust, wirst du merken, das hat nichts mit erwachsenen Beziehungen zu tun. Das sind Beziehungen zwischen zwei inneren Kindern, die sich das Spielzeug an den Kopf schmeißen und die Scheiße und den Dreck. Und die sagen, du bist schuld. Nee, du bist schuld. Nee, du bist schuld. Nee, du bist schuld. Im Inneren drin wünschen sie sich eine erwachsene Beziehung, aber das kann nicht gehen, solange Mutter und Vater nicht da sind. Dieser innere Hosenscheißer muss erwachsen werden. Der braucht Regeln. Das heißt, der muss erzogen werden. Und wenn du das lernen willst, kommst du zu mir. Link zum kostenfreien Strategiegespräch unter dem Video. Es geht gleich weiterhin. So, der innere Hosenscheißer braucht quasi den Vater und die Mutter und zuerst mal muss der sich unterordnen. Das heißt, das innere Kind
kann noch nicht auf Augenhöhe mit Mutter und Vater sein, weil diese Anteile sind einfach viel reifer. Wenn das Kind lernt, Regeln zu befolgen, wenn das Kind lernt, auch den Eltern gut zu tun, dann wird es mit der Zeit, mit der Zeit, mit der Zeit erwachsen. Und wenn das innere Kind erwachsen geworden ist, wenn du es gut erzogen hast, funkt's dir nicht mehr in deine Beziehungen rein. Es verabschiedet sich, lebt sein eigenes Leben. Also das heißt, den inneren Anteil, den Zugang zum inneren Kind, den wirst du immer behalten. Aber es wird dir in deine Beziehungen nicht mehr reinfuschen. Du kannst endlich da draußen den Partner finden und anziehen, den du dir wünschst. Solange das innere Kind dazwischen steht, wird das schwer, kann ich dir versprechen. Das muss weg. Und dann führst du die Beziehung auf Augenhöhe, die du dir wünschst. Hier ist keine Augenhöhe möglich. Höchstens mit einem anderen Hosenscheißer kannst du auch auf Augenhöhe sein. Aber wie das ist, habe ich dir schon erklärt. Du bist schuld, nee, du bist schuld, nee, du bist schuld, nee, du bist schuld. Streitereien und immer wieder das Gleiche. Also, innere Kind muss erwachsen werden. Dann kannst du hier eine Beziehung auf Augenhöhe führen. Wie du das machst, lernst du bei mir. Eine schnelle Technik. Schnelle Technik gibt es nicht. Du kannst anfangen dabei, dich abends an den Tisch zu setzen und dir diesen Vater des Kindes erstmal erschaffen. Wie würde der aussehen? Was würde der sagen, wenn das innere Kind von seinen Problemen berichtet? Und was würde die Mutter zum inneren Kind sagen? Stell dir wirklich vor, das, was dir da im Wege steht, ist ein kindliches Ich. Und das kannst du nicht nur einfach in den Arm nehmen und lieb haben, sondern du musst es erziehen. Du musst dieses Kind erziehen, weil es immer noch draußen rumrennt und sagt: Bitte, 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 Onkel, bitte, bitte, Tante, hab mich lieb, hab mich lieb, hab mich lieb. Wenn du mich lieb hast, dann mache ich mich auch hübsch für dich. Wenn du mich lieb hast, dann teile ich auch mein Eis mit dir. Wenn du mich lieb hast, dann setze ich mich auch zu dir auf den Schoß und spiele Hoppe, 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 Reiter. Nochmal, das wird keine Beziehung auf Augenhöhe sein. Du musst, um die Beziehung zu kriegen, die du dir wünschst, musst du diese drei Teile in eine glückliche, harmonische Liebesbeziehung bringen. Du musst die Eltern dieses Kindes wecken, damit sie dieses Kind lieben können. Und Liebe bedeutet einerseits, es in den Arm zu nehmen und zu trösten, aber andererseits diesem Kind auch die Regeln beizubringen. Und die neuen Regeln, unsere Beziehungsregeln heißen, du wirst da draußen immer so behandelt, wie du dich selbst behandelst. Und in diesen Spiegel zu schauen, das ist sehr, sehr, sehr herausfordernd, denn du musst geübt sein, um zu wissen, welches Verhalten dir dein Partner spiegelt. Und das lernst du bei mir. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, 6 Monate, 1.800 € plus Mehrwertsteuer, bis Ende Jahr ist dieses Angebot noch gültig. Link zum kostenfreien Strategiegespräch findest du unter diesem Video. Wenn du wissen willst, ob du und ich wir zusammenpassen, lies vorher mein Buch, Das Liebeskummerspiel mit Dualseelen und Seelenpartnern. Den Link findest du unter diesem Video. Schönen Tag, schönes Wochenende. Deine Margret.